Hallo, ihr Grierlinge. Unterm großen Baume, da lagern die Rebellen der Eingeborenen in der Region Hikmet und die überfallen Karawanen der Brückenallianz und das mit großer Konstanz. Und dagegen ist etwas zu tun. Wir sind dabei, das zu machen. Ich habe schon einige von deren Vorposten und Horchposten und Wachposten erschlagen. Aber jetzt meint Siora, man solle doch mal versuchen zu reden. Ich versuche das gerne. Vielleicht helfen ja die blauen Augen wieder. Verlindlichtung heißt es hier. Komme in Frieden. Hello, don't worry. I come in peace. I only wish to speak to your leader. I am the leader of this camp, Renaixe. And whom might you be? My name is Desarde. I'm the legate of the merchant congregation. The congregation? Are those the Lugeid Blau? The yellow eyes? It's possible, yes. We live in the city south of the island. That's right. We hold no grudge against your people. Talk. I'm listening. I've come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The Lions only got what they deserve. They have captured many of our people. We must release them. That's the price of war. If you fight, you risk men being taken prisoner. I'm not talking about warriors, Renaixe, but villagers kidnapped in our villages. They mainly attack on all Menawi, those carrying the mark of the bond like you. They capture them, and we never see them again. We don't know what they are doing to them, but we are going to release them. I see. But our merchants have no role in this. They are not warriors. So why kill them? They brought food and weapons back to our enemies. We could not let them pass. If your merchants had fled, we would not have pursued them. But they resisted. So they do it. The city of Lions is no longer to receive food or weapons. Nothing. I share your anger against the Lions, and I also hope to find our captured brothers. But the Renaixe also use floating houses to transport things. Your attacks were useless. Listen, if what you told me is true, I fully understand why you're fighting. I'm even ready to help you clear up these disappearances, as long as you spare our merchants. You no longer need to worry about it. That was our last attack. Our troops are ready, and soon we will make the Luyen pay for the harm it has brought upon us. What are you talking about? Soon, the Donea Egtragao will march together, and we will free our brothers. Okay. Can you guarantee that our merchants will now be able to take this road without risking their lives? I always keep to my word. The time for small attacks is over. Now is the time of war. I'm afraid you're heading straight into a massacre. But since you promised me that our caravans will be spared, I have fulfilled my mission. Go in peace. We should prepare ourselves. Zerschlage das Rebellenlager habe ich nicht gemacht. Informiere Reinhild, den Hauptmann des Außenpostens. Ach, die sind jetzt gegangen. Ah. Tja, übel. Interessant ist, dass sie erzählt haben, dass die Brückenallianz-Leute angeblich Eingeborene entführen, aber irgendwie nur die, die das Zeichen der Bindung tragen. Also diese Flechte, dieses Muttermal, was auch der Heldi hier im Gesicht trägt. Hier geht's nicht weiter. Was sagt uns das? Hier geht irgendwas vor sich, was ich noch überhaupt nicht einsortieren kann. Da geht's. Wo? Kam ich hierher? Ne, ich kam nicht hierher. Das ist ein anderer Weg. Plündern! Kaftan, Grenadier, Kadettenturban und alte, geschwärzte Donnerbüchse. Da geht's runter. Das ist eine Abkürzung. Mhm. Was?
Ich trage zu viel Gewicht, um zu sprinten. Oh, weia. Jetzt weiß ich endlich, wie das im Spiel hier austariert wird, welche Folgen es hat zu sprinten. Nämlich die Folgen, also zu überladen zu sein. Ach Mensch, ihr wisst doch, was ich meine. Was rede ich eigentlich? Ja, es dauert jetzt eine Weile, bis ich hier den letzten Weißdorn gepflückt habe. Ein Weiher! Oh, Weiher! Aber sehr klar. Mit Fröschen. Wir haben sie gebadet. Vielleicht, wer weiß. Scheint eine Karstlandschaft zu sein hier im Untergrund. Ah ja. Okay, mehr gibt's hier nicht. Das sind die Suppentöpfe hier. Das ist eine Mühle. Ja. Jetzt muss ich mit Reinhild sprechen. Also, die Lichtung hier unten habe ich. Und hier oben war ich auch. Ich hoffe, konnte man hier runterhüpfen? Es war hoch, ne? Das mache ich lieber nicht. Ich gehe jetzt mit dem Helden zurück zu Reinhild. Bringe erstmal die gute Botschaft. Und weil ich jetzt gerade nicht sprinten kann, mache ich das mit ein bisschen altmodischem Tempo. Und da ist er wieder. Er kann wieder sprinten, weil ich ein paar Sachen zerlegt habe unterwegs. Und da gab es auch zwei Kämpfe und auch eine kleine Unterhaltung mit Siora. Aber da wurde nichts gesagt, was ich nicht auch schon geschlussfolgert hätte. Aber diese Geschichte hier ist noch nicht zu Ende, das ist ganz sicher. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? I managed to trace the rebels who attacked the caravans. They will no longer be a problem. You eliminated them? No. That's not necessary. But you must know that this group is part of a much bigger army. An army that is ready to go to war against Hikmet. We have been at war with the rebels for a long time. They did not speak of skirmishes, but of a pitched battle. They want to free their imprisoned comrades and will stop at nothing to do so. This is terrible news. We must prepare the troops immediately. I'll send a message to Governor Buren. Thank you for warning us, Your Excellency. You've given us a chance to resist their assault. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a token of gratitude. Thank you, Captain. Angriff auf die Karawane ist damit abgeschlossen und wir haben Levelus Elvus. Was können wir damit anfangen? Wir haben einen verbleibenden Punkt. Ein Fähigkeitenpunkt, genau. Kann ich hier hinten vielleicht tückischer Zorn erhöht den Zorn, den von hinten ausgeführte Angriffe gegen Feinde erzeugen um 20%. Tückischer Zorn. So. Gut.
Was nun? Was sagt das Questbuch? Tja, hier kann man jetzt nicht viel tun. Das hier ist Sioras Queste. Das hier ist die Queste von Vasco, die geht weiter. Kurzqueste ist im Tiefschlaf. Champion der Arena mache ich erstmal nicht. Sonderbare Allianz, da kann ich Ulan wieder was erzählen. Richtig. Genau. Wir könnten aber auch einfach hier diese Hikmet-Region noch weiter erkunden. Da scheint ja hier nicht mehr so viel zu sein, glaube ich im Augenblick. Wobei mich jetzt dieses Geheimlabor wieder ein bisschen anficht. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Geheimlabor klingt ja auch ein bisschen so danach, als würde man da irgendwelche Leute einpferchen und zu experimentellen Zwecken missbrauchen. Hm. Hier hinten ist ein Lager, das machen wir auf alle Fälle noch an. Jetzt, da ich weiß, wie nützlich das alles ist. Und ich müsste auch Sachen verkaufen, stimmt. Deswegen muss ich sowieso nach Hikmet zurück, weil ich bin ja hart an der Beladungsgrenze. Der hält es ja keinen an hier, oder wie das heißt. Schlage Lager in der Region Hikmet auf, habe ich gemacht. Das gibt auch nochmal ein bisschen XP. Und hier ist auch meine Lagertruhe. Aha. Muss ich irgendwas einlagern? Will ich irgendwas von dem Krempel behalten, den ich gerade habe? Die große Flammennadel vielleicht. Pack die mal in die Truhe. Der Skorpionstachel 180. Ah, der ist halt vergiftet. Hm. Den kann man vielleicht da rein tun als Zweitwaffe. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie man im Kampf die Waffen umschaltet. Ich habe keinen Taste A und B. Hier, eleganter Dreispitz, 24, naja. Nee, ich glaube, mehr packe ich da nicht rein. Aber immerhin, es war ja auch schwer. Und wenn ich jetzt schon nochmal nach Hikmet reinlaufe, um ein paar Geschäfte zu tätigen, dann schauen wir gleich nochmal, ob wir nicht doch noch irgendwie den Weg zu diesem Geheimlabor finden. Wenn es uns schon auf der Karte angezeigt wird, können wir ja vielleicht sogar auch hinlaufen. Vielleicht hat das ja was zu tun mit den verschwundenen, gekidnappten, entführten, eingeborenen Dörflern. Aber erstmal kommst du hier. Ja, ja, my boots are worn too. Ja, 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 es ist wunderschön. Ich verkaufe dir Dinge. Den Obsidian-Hammer kannst du haben. Grenadier-Torbahn werde ich nicht benutzen. Der sieht hässlich aus. Der kann auch weg. So, das hier ist mein Dingesbummens-Wams. Das hier war das Ersatz-Wams. Pferdleser-Tunika will ich nicht haben. Kaftan trägst du auch nicht. Handschuhe, das ist alles gut. Das ist auch alles gut. Die Inquisitoren-Halskette kann weg, meiner Ansicht nach. Umhänge haben wir keine bisher gefunden. Hier, das kann auch alles weg. Ach, war das so? 110 von 200, was sind hier so schwer? Warum ist es also schwer? Verstehst du das Gardewams, alles besticktes Wams. Hier wollte ich ja noch was drauf machen, irgendwie. Das kann sein, dass wir so viele Rohmaterialien haben, deswegen ist alles so schwer. Stimmt's? Da haben wir einiges, das kann was wiegen, tatsächlich. Ah. Das wird's wohl sein, ich muss auch Rohmaterialien in die Kiste packen, wenn ich die jetzt nicht benutzen kann. Tja, Dottores Büro. Entweder kommt man hier durch das Haus des Arztes da irgendwie rein oder durch einen geheimen Schlupf. Auf jeden Fall die Gasse nochmal angucken und vor allen Dingen immer schauen, dass man nach links abbiegen kann vielleicht.
in irgendeinen geheimen Gang. At the fiery flasks, you'll find the quintessence of alchemy. The best potions and the most efficient concoctions. All of Alsard's talent put into bottles. Hm. Ach, was haben wir denn hier übersehen? Eine prachtvolle Feder. Sind wir jetzt hier am Haus des Arztes? Am Haus des Arztes, genau. Aber hier geht's ja nicht weiter, oder? Heldilein, wir finden ja nichts. Oben wird auch kein Geheimgang sein, das wäre komisch. Nee. Tja, vielleicht wird das alles erst im Rahmen irgendeiner Queste interessant. Syora, ich scheuche dich jetzt die ganze Treppe runter. Nee, also hier haben wir meiner Ansicht nach nichts übersehen. Und hier noch ein Stück weiter links rum. Treppe rauf? Fragezeichen. Ah, da stehen Stinkstiefel. Ah. Halt! No one enters! Okay, ich habe den Eingang gefunden. Was mir aber auch erstmal nichts nutzt. Das scheint irgendwie Quest-mäßig benutzt zu werden. Ja. Oder ich kann hier klettern. Und das nächste übersehene Türchen aufmachen. Nee, man kommt hier über die Stadtmauer nicht drüber. Na gut. Tja, was dann? Dann erkunden wir weiter die Hikmet-Region und ich gebe euch nochmal ein bisschen Tempo. Ich laufe mit ihm jetzt hier rum, wieder raus. Durch die Felder, hier hoch zu diesem Außenposten, dann da rum und hier bis zur Karawanenführerin und hier, da wo es dahin geht, hier auf der Wiese, da geht's gleich weiter. Ich habe gelernt, dass die Rohmaterialien in der Tasche kein Gewicht haben. Also Weißdorn wiegt nichts, Kiefernharz und so weiter wiegt alles nichts. Fallen, Tränke und Munition wiegen allerdings schon etwas. Da habe ich ein bisschen was eingelagert, aber so richtig viel macht das auch nicht aus. Vielleicht müssen wir einfach deine Ladung, deine Ladekapazität erhöhen. Da muss ich dir bestimmt Stärke für skillen bei nächster Gelegenheit. Oder ich mache dir Stärke auf irgendein Item drauf. Das kann ich ja jetzt. Ich habe ja da die Rubine gekauft. Das ist eine gute Idee. Oh. Oh, ist das ein böses Tierchen. Aber ich bin noch viel böser. Au! Au! Weg!
Pause ist nicht das, was ich wollte. Ich kämpfe gerade komisch. Okay, streich das gerade. Boric. Alles nehmen. Wo führt dieser Weg hin? Der führt ja auch nur zum nächsten Wegpunkt im Sinne von Reisekarte. Was Verstecktes? Oh. Oh, Kletterpunkt unmöglicher Art in der Heckmet-Region. Muss ich mir merken? Da oben ist noch irgendwas. Eine schöne Brücke haben sie hier, aber ohne Geländer. Wir hatten das genehmigt. So, was? Ah, das war nur ein Fuchs. Das hier ist schon Gebiet verlassen. Mhm. Hier unten, das geht bestimmt hier rundherum. Das schaue ich mir noch an und dann gehe ich noch mal zum Handwerkertisch ans letzte Lager zurück. Weil ich gucken möchte, ob ich mir nicht wirklich irgendwie stärker auf was drauf machen kann. Oh, wer seid ihr denn? Das schauen wir uns gleich an. Da ist eine Klamm. Was ist das? Ich kann einen Hort plündern, einen Haufen Steine. Ah, hier geht's rundherum. Ist das jetzt gerade die überfallene Karawane gewesen? Nee, oder? Die war doch ganz woanders. Ums Eck lagen einige tote Soldaten. Und ich frage mich, was das miteinander zu tun hat. Mäh! Ey! Wolltest du mich gerade angreifen? Das wollte mich gerade angreifen, oder? Oder nicht? Wenn es vor mir fliehen wollte, sollte es nicht auf mich zulaufen. Test. Oh doch, die fliehen. Aber sie fliehen, indem sie auf mich zurennen. Also ehrlich. Tja, das ist eine blöde Taktik. Das war so ein Reflexschuss von mir. Waren hier nicht gerade noch ganz viele Tote? Ne, die waren noch eins weiter. Oder? Hier. Das sind Soldaten. Der Brückenallianz. Von dem Überfall hier weiß ich aber gar nichts. Ah, ist alles undurchschaubar hier im Moment. Also, was haben wir denn hier? Hier komme ich nicht hoch, richtig? Wer ist da? Was ist denn da hinten? Du musst dich umdrehen und zurücklaufen. Da hinten ist am Felsen was. Ah. I need a bit of practice. Okay. Stärke. Die Frage ist, ob die Stärke, die ich mir jetzt geben kann, die Stärke ist, die man zum Balancieren braucht. Auf jeden Fall haben wir da noch einen Balancierbaumstamm. Dieser Fuchs. Weißdorn, roter Farbe. Ah, nee, man kann ja nicht durchs Gebüsch. Also diese nicht begehbaren Bereiche kommt man auch nicht rein. Also, wo habe ich das nächste Lager? Das wäre da oder da. Ich gehe mal zu dem da unten, weil ich ja dann auch demnächst die Karte hier verlassen will. Im Moment gibt es hier nicht mehr viel zu tun. Und ich kann schon mal philosophieren, was ich eigentlich als nächstes machen müsste, rollenspielerisch gesehen.
Also ich habe ja dieses Brückenallianz-Thema hier vorgezogen, weil ich glaube, dass das was mit Bloodknit zu tun haben könnte, rein rollenspielerisch gesehen. Aber das hat nicht viel gebracht. Sodass ich es jetzt für sinnvoll erachte, Königin Bloodknit zu befreien. Und das ist dringender als Cousinchen Konstantin irgendwas zu erzählen. So, jetzt brauche ich erst einmal die Handschuhe. Dieses Interface ist schwierig zu verstehen. Hier, da kommt das hin. Ausrüsten zurück. Hier könnten wir den mal hin tun. Ausrüsten. Zurück. Und dann könnten wir waffenmäßig den hier zerlegen. Ablegen. Achso, warte mal, ich habe doch jetzt den Dingsbums-Handschuh an, richtig? Habe ich. Den ollen rostigen Säbel kann ich aber nicht zerlegen. Das ist komisch. Naja, was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich mir irgendwas auf die Waffe draufschmieren? Nee. Wie macht man das denn? Auf die Rüstung war das. Kannst du dir was bearbeiten? Nee, warte mal. Ich bin gar nicht in der Werkbank drin. Das ist das Rätsels Lösung. Jetzt kann man das auch wieder verwerten. Das sieht alles fast genauso aus. Hier. Oder dein Ding. Da ist was. Schulterriemen. Warum habe ich da bisher was nicht dran gemacht? Weil Talisman gäbe Stärke plus 1. Genau, es wird mir ein Rubin. Ein Rubin würde mich das kosten. Ich kann aber auch heilige Schriftrolle dran baumeln lassen. Es gibt aber auch Stärke plus 1. Eine Fläschchentasche gäbe Wissenschaft plus 1, bräuchte auch einen Rubin. Und die Schlossknackertasche, die habe ich ja extra. Ich würde mal sagen, die Schlossknackertasche und die Fläschchentasche, die kann man extra machen. Sinnvoller ist es jetzt im Moment, dass ich Stärke dran kriege. Was würde denn rollenspielerisch gesehen besser zu dir passen? So ein Traumfänger mit Federn? Eher so eine Rolle, oder? Ja, eine heilige Schriftrolle. Mach das mal. Finger! Fertig! Errungenschaft. Mhm. Jetzt hast du Stärke plus 1. Aber welche Stärke ist das? Ist das die... es ist die Stärke, die auch hier oben das tragbare Gewicht erhöht. Aha. So, und das hier verbessern. Ne, warte mal, ist das richtig? Das hier ist das Schloss Knackerwams. Und das hier, das müsste dann... Das ist ja nur mein Ersatzding. Da würde ich jetzt hier so eine Fläschchentasche dran machen, damit ich bei Gelegenheit Wissenschaft plus 1 nochmal habe. Kostet mich auch nochmal ein Rubin, aber habe ich ja. So, zurück. Und wenn ich jetzt Munition herstellen wollen würde, Wissenschaftslevel 2. Wenn ich jetzt hier rausgehe und ihm das neue Leibchen anziehe, das da mit Wissenschaft plus 1, kann ich dann jetzt Munition bauen? Was geht jetzt? So, fertigen. Zunderscham und Roheisenerz. Machen wir mal 23, dann habe ich 100. Ich brauche 2 Zunderscham und 1 Roheisenerz für ein einziges Ding. Ja, Munition ist halt doch ein bisschen selten. Zunderscham und Roheisenerz sind dann fast weg. Aber mach das mal. Wobei das gewichtsmäßig Alchemietalent, noch eine Errungenschaft,
Wobei das gewichtsmäßig natürlich sogar kontraproduktiv war, weil die Rohmaterialien, die wiegen nichts. Aber das hier, die fertige Munition, die wiegt jetzt was. Einerseits, andererseits habe ich ja jetzt dieses andere Leibchen zum Stärke, also stärker werden. Und zwar ist das da. Zurück. Dieser Hirsch ist total gaga. Okay, jetzt gehen wir nochmal zu dem Baumstamm und gucken mal, ob wir jetzt balancieren können. Tempo. Oh, ich bin noch ganz woanders gelandet. Techniken, Elementarfalle 0. Heck! Wow! Und der hat dich natürlich sofort gesehen. Geh weg! Lass dich doch nicht immer so rammen. Oh! Ich weiß, dass meine Armor broken ist. Was machen denn meine ganzen Companions hier? Oh, ich hätte mich mit dieser Riesenmeute an Tieren nicht anlegen sollen. Weg! Ja, ich weiß doch, ich kann es da auch nicht ändern. Geh weg! Hau das zweite Vieh um, Leute. Ehrlich. Schnauze. So, jetzt kümmert euch um den da. Aua. Oh. Hilfe. Böses Tier. Obsidian haben sie dabei. Ich war offenbar doch noch nicht überall hier. Die Karte war zwar schon komplett aufgedeckt, aber jetzt bin ich hier in einem abgelegenen Wäldchen, hieß es. Kann man hier irgendwie... Nee, kann man nicht. Hier geht's in eine Höhle oder was? Nein. Unmöglich zu erklimmen? Okay, schwieriger als gedacht. Ich muss jetzt hier wieder rauf. Und hier wieder rum und den ganzen Weg gehen. Diese komische Struktur hier, was soll denn das sein hier? Das sieht aus wie... Das ist doch ein kaputter Wagen. Das ist definitiv ein auf der Seite liegender Planwagen. Der ist hier aber nicht. Das ist wieder mal sehr seltsam. Ich möchte in der Episode, auch wenn sie schon sehr super lang ist, aber gerne noch diesen einen Baumstamm hier anschauen, weil das einfach dazugehört. Danach will ich die Region Hikmet 1-2 verlassen. Und ich hoffe, ich finde dieses Ding wieder jemals. Einmal falsch abgebogen und dann auf die Hörner genommen von Tieren, die nachwachsen. Oh nein! Ja, du, die sind nicht so schlimm. Mach dir mal. Ja, genau. Hau drauf. Oh, wieso greift das Vieh eigentlich nicht an? Also Aggro-Management gibt es in dem Spiel auch nicht, oder?
Ich halte mich komplett hinten, lauf auf die Kuh zu, die Isiora angreift. Und die Kuh, mit der Kurt beschäftigt war, hat nichts Besseres zu tun, als mir in die Seite zu rennen. Also der Held ist immer in der, im Fokus der... Hier? War ich hier noch nicht? Wieso ist denn hier so viel Zeug? Oder ich sehe es besser, weil es jetzt dunkel ist. Aber die Sutterschwämme sind wichtig für Munition. So, jetzt war doch hier irgendwo der Baumstamm. Genau. Komme ich jetzt mit der Stärke, die ich jetzt habe, da drüber oder geht das nicht? Ah. Wie eine Elfe. Wieso man Stärke braucht, um Gleichgewicht zu halten, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ah. Goldmünzen, Magietrank, Munition, Zottiger, Schillerporling, Alsat, Schützenkaftan und Schützenstiefel. Alles nehmen. Das war hier wohl die versteckte Beute. Ja. Gut, dann ist das Video jetzt hier zu Ende, die Episode. Und weiter mit dem balancierenden Helden. Nach dem Sportunterricht beim Schwebebalken echt gut aufgepasst, mein Lieber. Der über diese Brücke reist, um woanders hinzukommen, beziehungsweise vielleicht sich erstmal mit Siora berät. Ich weiß ja gar nicht, wo wir hin müssen. Naja, weiter mit der Bloodknit-Befreiungsaktion oder zumindest dem Versuch desselben, derselben, geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin,